der letzte Schultag und dann sind endlich Ferien. Und es gibt noch Zeugnisse. Jetzt muss ich aber los, sonst komme ich noch zu spät. Ah, Josie, du bist ja auch schon wach. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Kira, und denk dran, dass du mein Zeugnis mitbringst. Ja, das mache ich schon. Bis später dann. Tschüss. Tschüss. Mama, ich gehe dann. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag und ich freue mich schon sehr auf dein Zeugnis. Bis später, Mama. Ja, bis später. Tschüss. Heute laufe ich alleine zur Schule, aber das ist ja kein Problem. Ich kenne den Weg ja. Und Anna, freust du dich schon auf dein Zeugnis? Naja, es geht so. Ich habe nicht ganz so gute Noten wie du. Ach, das wird schon nicht so schlimm werden. Jetzt müssen wir ins Klassenzimmer. Der Unterricht beginnt gleich. Guten Morgen, liebe Schüler. Heute ist der letzte Schultag. Ihr bekommt heute eure Zeugnisse. So, liebe Schüler, heute ist der letzte Schultag und damit gibt es auch heute die Zeugnisse. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen. Wir fangen jetzt gleich an und danach ist dann auch schon Schulschluss. Ich schaue jetzt mal ins Internet, solange Kira in der Schule ist. Mal schauen, wo wir dieses Jahr in den Urlaub fahren. Wir waren schon so lange nicht mehr in den Urlaub und ich denke, wir sollten mal wieder ans Meer oder in die Berge fahren. Ach, mir ist total langweilig. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe gar keine Idee. Ich habe Hausarrest, ich kann nirgendwo hin. Kira ist in der Schule. Ach Mann, das ist echt blöd mit dem Schulverweis. Das hier wäre doch ganz schön. Am Meer, mit Strand. Ich habe hier sogar ein richtig tolles Hotel gefunden. All inclusive. Das heißt, da gibt es also alles. Mittagessen und so ist da alles schon dabei. Ich denke, das wäre genau das Richtige für uns. Das werde ich nachher auf jeden Fall mal den Kindern und Niklas vorschlagen. Ich denke, das könnte ihnen auch gefallen. Josie, da du ja heute nichts weiter zu tun hast, wäre es schön, wenn du mir mal ein bisschen im Haushalt hilfst, bis Kira wieder nach Hause kommt. Ja, ich helfe dir. Das ist schön. Schließlich musst du ja auch irgendeiner Beschäftigung nachgehen, wenn du schon nicht mehr zur Schule gehen kannst. Und du hast mir immer noch nicht genau erklärt, wieso und wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ja, du verstehst mich ja eh nicht, also von daher... Hallo, bleibst du vielleicht jetzt mal hier? Ich dachte, du wolltest mir gerade helfen. Nee, jetzt habe ich doch irgendwie keine Lust mehr. Ich bin in meinem Zimmer. Ja, ganz toll. Oh, ist mir langweilig. Was soll ich denn jetzt den ganzen Ferien lang machen? Ach, kein Urlaub vielleicht, Hausarrest. Meine Freunde sind in der Schule. Kira ist auch nicht da. Und Mama und Papa sind total sauer auf mich. Total blöd. Ich hoffe, ihr seid mit euren Zeugnissen ganz zufrieden. Vergesst natürlich nicht, die euren Eltern zu zeigen und sie unterschreiben zu lassen. Ihr müsst sie nach den Ferien wieder mitbringen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz schöne Ferien. Ich wünsche euch schöne Ferien. Tschüss. Auf Wiedersehen, Kinder. Und ich wünsche euch ganz schöne Ferien. Wie findest du dein Zeugnis? Ja, es ist eigentlich in Ordnung. Nimmst du eigentlich das Zeugnis für Josie mit? Ja, natürlich. Ich nehme es hier mit. Bis bald. Ja, bis bald. Und grüßt Josie ganz lieb von mir. Ja, mache ich. Tschüss. Endlich wieder zu Hause. In der Schule war es eigentlich doch ganz cool. Und mein Zeugnis, finde ich, ist eigentlich ganz okay. Hallo Mama, ich bin wieder zu Hause. Ach, schön, dass du wieder da bist. Und wie ist dein Zeugnis? Ja, ganz okay, zeige ich dir dann. Und wie war es bei dir so? Warum fragst du denn so? Wie soll es denn schon gewesen sein? Langweilig und so. Wie ist mein Zeugnis? Habe ich nicht nachgeschaut. Gebe ich dir vielleicht später. Ich zeige Mama jetzt erstmal mein Zeugnis. Das ist nämlich richtig gut. Ich habe mir dein Zeugnis angeschaut. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Die Noten sind echt gut. Hast dich angestrengt. Und ich schaue mir jetzt nachher noch das von Josie an. Okay, Mama. Ich koche jetzt erstmal Mittagessen. Papa müsste nämlich auch schon demnächst von der Arbeit wieder nach Hause kommen. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Hallo Papa, schön, dass du wieder da bist. Und wie ist dein Zeugnis? Ja, ich finde es eigentlich, dass es sehr gut ist. Die Zeugnisse, finde ich, sind von beiden eigentlich ganz gut. Jetzt sollten wir uns langsam überlegen, was wir in den Ferien eigentlich so machen. Ich würde ja gerne mal wieder ans Meer fahren. Was meint ihr denn? Ja, das fände ich auch schön. Ja, super, dann buche ich das nachher gleich. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Ferien. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns dafür einen Daumen nach oben. Und abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst.
Hier oben könnt ihr uns gerne auch mal auf Instagram folgen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Und wir sagen Tschüss!